Noch hat sich nichts geändert, trotz der unerwartet starken Konkurrenz von Sanders ist Hillary Clinton bei den Demokraten die Favoritin. Was ihr allerdings droht, ist im Extremfall, dass sie nach dem Super Tuesday nicht mehr so klar ist mit der Favoritenstellung. Aber auch wenn es nur knapper wird als erwartet, dann hat sie ein Imageproblem. On the grid. Neben mir, dieser Mann ist sehr bekannt, Professor Peter Filzmeier. Wir sind heute im Presseclub. Sie haben über die US-Wahlen referiert. Und meine erste Frage ist, wie wird eine US-Wahl überhaupt aufgebaut und wie funktionieren die Präsidentschaftswahlen in den USA? Die US-Wahl ist zunächst eine Langzeitoperation. Der Wahlkampf im engeren Sinn dauert bereits ein Jahr und beginnt im Jänner mit den parteiinternen Vorwahlen und endet erst am Hauptwahltag Anfang November. Hinter den Kulissen wird noch früher vorbereitet. Und ein US-Wahlkampf ist eine logistische Operation. Man sammelt einerseits Millionen, 20, 30 Millionen Daten von Wählern, also jeder Wähler hat eine eigene Datei in einer Datenbank und gleichzeitig logistisch auch, man muss in 50 Staaten, das wäre fast wie 50 europäische Länder, gleichzeitig Wahlkampf führen. Und außerdem bei 300 Millionen Wählern potenziell, oder eigentlich für 300 Millionen Personen? Wir haben eine ungleich größere Zahl von Wahlberechtigten, aber vor allem ist das Dilemma nicht nur die geografische Großräumigkeit, sondern auch die mediale. Sie haben in den USA ca. 75 Fernsehmärkte. Jeder dieser Märkte hat hunderte Sender, teilweise sehr spezialisierte Fachkanäle. Und jetzt soll man Wahlkampf für alle Zielgruppen via Medien führen. Das ist in Österreich kaum vorstellbar, denn da haben sie mit 3-4 Schlüsselmedien fast die Hälfte der Bevölkerung erreicht. Und der Rest ist auch für die anderen Kandidaten ein schwierig erreichbar, mangels Politikinteresse. In den USA müssen die das machen. Das wird einerseits versucht mit enorm viel Geld, Unmengen von Werbegeld, aber auch mit einer Arbeit der Kandidaten, die an die Grenzen der körperlichen Belastbarkeit geht. Oft bewundernswert ist, wie innerhalb der Partei aber auch Disziplin herrscht, Kandidaten zu unterstützen, selbst von Leuten, die den Kandidaten eigentlich nachweislich nicht besonders mögen. Wo sehen Sie eigentlich den Unterschied in der Form der Mobilisierung von Wählern im Gegensatz zu Österreich? Und was ist konkret bei den Amerikanern erforderlich, um überhaupt Leute zur Wahl zu mobilisieren? Mobilisierung ist bei uns aufgrund der Struktur der Parteienlandschaft etwas A für Parteifunktionäre und B gegenüber zunächst einmal Parteimitgliedern. Das ist ja naheliegend, wenn ich Parteimitglieder habe, besteht zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die wählen auch meinen Kandidaten. In den USA gibt es beides einfach nicht. Parteifunktionäre im klassischen Sinn kaum und Parteimitglieder in unserem Verständnis mit Parteibuch gar nicht. Deshalb werden einerseits Wählerdaten anderwertig gesammelt, die man bei jeder Veranstaltung alle Details abfragt. Also wenn Sie sich zum Beispiel zu einer Wahlveranstaltung eines Kandidaten in einem Baseballstadion anmelden, dann brauchen Sie online bis zu 45 Minuten, aber nicht, weil Sie so ein Antitalent sind im Web 2.0, sondern weil neben den Datenabfragen, die vielleicht aus Sicherheitsgründen verständlich sind, jede Menge Details man wissen will. Das kommt dann in Ihre Datei und dann können Sie zielgerichtet in der Werbung angesprochen werden. Das ist also mit uns überhaupt nicht vergleichbar. Die von Tür zu Tür Hausbesuche gibt es schon auch und die sind auch ganz wichtig. Nur machen das in den USA mangels Parteifunktionären entweder freiwillige Aktivisten oder bezahlte Agenturen, was wieder zum viel Geld im US-Wahlkampf führt. Sie haben auch vorher erwähnt, nämlich diese Registrierung von Wählern, auch im Unterschied zu uns, weil bei uns gibt es ja die Meldepflicht. Wie funktioniert das? Und das ist ja eigentlich auch eine Form des Wahlzens, wenn man so möchte. Wir haben in den USA keine gesetzliche Meldepflicht wie bei uns. Es ist ja bei uns dann sehr einfach, Wählerlisten zu erstellen, denn aufgrund der gesetzlichen Meldepflicht kann die Behörde Wählerlisten erstellen und diese in jedem Haus aushängen. Wer ist wahlberechtigt? Man bekommt auch zusätzlich noch ein Briefchen, wo das Wahllokal ist und so weiter und so fort. Da wird ein Amerikaner mit völligem Unverständnis reagieren, weil er sagt, wo ich gerade wohne, wieso muss ich mich da bei einer Behörde melden. Das würde ja jeglichen Freiheitsgedanken widersprechen. Da muss man verstehen, das war eine Auswanderergesellschaft mit hoher Mobilität. Also gibt es nur eine einzige andere Möglichkeit, wenn diese Wählerlisten unmöglich sind, mangels Meldepflicht. Die Wähler müssen vorher, im Extremfall auch am Wahltag selbst, wohin gehen und sich zunächst mal als solche, nämlich als Wähler, eintragen. So weit, so gut. Das ist der Ansicht nichts Negatives. Das Problem ist, dass damit Möglichkeiten zur Einflussnahme bestehen, wie leicht oder wie schwierig mache ich die Registrierung.
Ich kann ja beispielsweise sagen, man muss von 8 bis 16 Uhr, das wäre unser Verständnis, in ein Amt gehen, mit einem Reisepass bewaffnet oder sonstigem Lichtbildausweis und sich eintragen. Damit würde ich Leute, die einen Job haben, wo man am Fließband steht und nicht so leicht weg kann, benachteiligen. Ich kann umgekehrt sagen, ich schicke quasi Busse als mobile Eintragungslokale in alle Stadtviertel. Da hat sich oft herausgestellt, je nach Parteimehrheit werden die besonders oft dorthin in einen Wahlbezirk geschickt, wo die Parteiwähler der eigenen Partei in der Überzahl sind. Ich kann es online machen. Das klingt natürlich jetzt gerade bei so einem Interview sehr positiv. Allerdings weiß man, dass man eher jüngere Menschen anspricht. Und wenn ich es nur online mache, würde ich ältere Wähler diskriminieren, weil allzu viele über 80-Jährige registrieren sich wahrscheinlich nicht online und so weiter und so fort. Da gibt es also einige Manipulationsmöglichkeiten und doch zumindest den Verdacht, sie werden auch genutzt. Nur noch ein Beispiel zu bringen. Zuletzt war in John Oliver genau eben so ein Fall, präsentiert worden, also John Oliver ist dieser britische Satiriker, wo eben gesagt wurde, nur jeden dritten Freitag hätte die Registrierungsstelle oder jeden dritten Mittwoch im Monat hätte die Registrierungsstelle offen. Das sind ja auch eher Unterschiede zu dem, was wir haben. Es gibt bizarre Fälle, die ich auch nicht mit der an sich begrüßenswerten Erleichterung des Wahlzugangs erkläre. Es gibt zum Beispiel auch die Mobilisierungsmethode als Registrierungskampagne der Wahlparty. Also da treffen sich 100 Menschen auf einer Party und mitternächtlich ist der Höhepunkt der Party halt nicht das Besäufnis oder der Kuss mit der Freundin, sondern das gemeinsame Eintragen auf Wählerlisten. Die werden dann vom Partyveranstalter gesammelt und bei der Behörde abgegeben. Nachdem man sich aber in den USA entweder als Demokrat oder als Republikaner oder als unabhängig registrieren muss, egal wie man dann wirklich wählt, ist schon eine gewisse Verdächtigung im Raum stehend, dass der Veranstalter, wenn er Demokrat ist, bei den ausgefüllten Listen, wo mehr Demokraten sind, sorgfältiger ist bei der Abgabe und die, wo dann mehr Republikaner draufstehen, vielleicht auf dem Weg zur Behörde verliert oder ähnliches. Also da gibt es schon bizarre Auswüchse. Ja. Und eine letzte Frage noch zu den Kandidaten. Wer, natürlich, das ist wieder Kaffeesud lesen, wer glauben Sie hat jetzt kurz vor dem Super Tuesday die besten Chancen oder die besten Pfeile im Köcher? Noch hat sich nichts geändert, trotz der unerwartet starken Konkurrenz von Sanders ist Hillary Clinton bei den Demokraten die Favoritin. Was sie allerdings droht ist, im Extremfall, dass sie nach dem Super Tuesday nicht mehr so klar ist mit der Favoritenstellung, aber auch wenn es nur knapper wird als erwartet, dann hat sie ein Imageproblem. Denn dann konnte ein sehr schwacher Gegenkandidat wie Sanders sie beschädigen. Bisher war ja Sanders wahrscheinlich gar nicht unrecht, denn ohne Konkurrenten wäre sie in den Medien nicht vorgekommen. Sie hatte kein öffentliches Amt mehr, also auch keine automatische Medienpräsenz dadurch. Aber wenn Sanders nach dem Super Tuesday noch im Rennen ist und sie sich wirklich mit ihm herumschlagen muss, dann hat sie einen Image-Schaden, auch wenn sie diese Balgerei am Ende gewinnt. Bei den Republikanern ist es nach wie vor völlig offen. Donald Trump ist das Phänomen, das er führt. Er hat keine Mehrheit hinter sich, aber die Mehrheit gegen ihn splittet sich auf viele Kandidaten auf, von denen sich kein klarer Hauptherausforderer von Trump herauskristallisieren konnte. All die hoffen, dass sie nach dem Super Tuesday als der einzige gelten, der Trump schlagen kann. Wenn das so ist, dann werden sich die Trump-Gegner hinter dieser Person vereinen. Der hat dann natürlich auch die besten Chancen, aber ob das sein wird am Super Tuesday, völlig offen. Es bleibt alles offen und wie heißt es so schön im Amerikanischen, the show must go on. The show must go on, das liegt auch an den Medien, denn wenn man oft kritisiert, es werden schon in den Vorwahlen hunderte Millionen Dollar ausgegeben, muss man ja fragen, wer verdient sie und die Antwort sind hauptsächlich die Medien, unter anderem durch die Werbepreise. God bless America. Danke vielmals. Bitte.